willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt bei Kapitel Nummer 4. Besiege 3, Team Go, Rocket Rüpel, lande 3 fabelhafte Würfe, einen haben wir ja aus Versehen schon gemacht, und fange 9 verschiedene Arten von Pokémon. Wir wollen jetzt mal hier vorlaufen. Hier oben seht ihr eigentlich einen Rocket Stop, historisches Zunftwappen, und hier drüben ist auch einer Palais der Herzogin Paul. Und wenn wir auf unserer Map nachschauen, seht ihr auch schon Rocket Rüpel eingezeichnet. Und dann sehen wir, dass hier vorne das Palais ein Gift-Stop ist und der oben drüber dürfte ein Drachen-Stop sein. Hier sind auch noch mehr verteilt, wir können uns dann ja gezielt einen raussuchen. Ich versuche die fabelhaften Würfe bei den Krypto-Pokémon, wenn ich die fange, wenn ich das nicht schaffe, jage ich so lange normale Pokémon, bis ich 2 fabelhafte Würfe noch hinbekomme. Machen wir nicht bei einem Raid, das wäre zu einfach. Ansonsten, ja, verschiedene Pokémon fange ich sowieso und dann gucken wir mal, ob noch ein Shiny Kapuno irgendwo dabei ist. Wir gehen jetzt erstmal davor und gucken, ob wir uns da irgendwo ablegen können. So, wir sind beim Palais angekommen. Ihr hängt jetzt hier schräg in dem Gitter, kann ich euch dann gleich mal zeigen. Wir nehmen den ersten Rüpel mit. Wie gesagt, das müsste Gift sein. Könnte es sein, dass da jetzt Nidoran drin ist oder eben auch Golbat, Zubat, irgendwas. Wir nehmen einfach mal... Ich nehme einfach mal Kyogre. Kyogre ist sowieso immer cool. Gegen Gift habe ich keine Ahnung, was man normalerweise nimmt. Deswegen nehmen wir Kyogre. Haben hier ein Nidoran. Das ist auch vom Typ Boden gleichzeitig. Müsste Wasser also ganz günstig sein. Ich glaube, mir fehlt sowieso noch ein Nidoran für die Krypto-Familie. Ein männliches und ein weibliches. Das trifft sich also sehr gut. Und das versuchen wir einfach fabelhaft zu fangen. So, Slimog. Da können wir natürlich mal den Surfer nutzen. Das ist schon ein dickerer Brocken. Aha. Aber sieht es hier übelst gespenstisch aus. Hier ist einfach nur ein schwarzes Loch, was ins Nichts führt. Ich habe keine Ahnung, was als drittes kommt, aber wir machen einfach nochmal einen zweiten Surfer auf das dicke Slimog, weil ja, das sieht mir immer so gefährlich aus, wenn jetzt wirklich noch ein Golbat oder irgendwas kommt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das Thema, aber Slimog ist schon eine Kanone. Außerdem haben wir ja den nächsten, noch ein Nidoran, also ein Nidorino, ist ja ein männliches. Und das dürfte jetzt effektiv treffen. Da war das Kyogre doch eigentlich eine gute Wahl. Der Benny wird sicherlich wieder in das Video schreiben, was effektiv gegen Gift ist und was ich stattdessen hätte nehmen sollen. Der weiß eh mal alles, gerade was mit Kämpfen und PvP zu tun hat. Besiege 3 Rüpel, wunderbar. Wir haben immer noch das komische Victini-T-Shirt an. Hätten wir eigentlich schon längst wieder ausziehen können. Oder das komische Pikachu-Visier runter. Wir brauchen Baumwollmütze und alles. Boah, wenn das nicht immer ewig dauern würde alles, das wäre viel schöner. Jetzt sind wir gespannt. Wir brauchen einfach fabelhaft. Haben einen getroffen. Wunderbar. Vielleicht bleibt der sogar jetzt schon drin. 1, 2, 3. Super. Einen einfach fabelhaften brauchen wir jetzt noch. Aber wir brauchen ja noch 2 Rüpel. Wir haben also noch 2-mal die Chance, einen zu treffen. Und wie gut ist der? Schlecht. Den nehmen wir also mit. Laufen, glaube ich, gleich hier hoch. Hier zu diesem komischen historischen Zunftwappen. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wo ihr gehangen habt. Ihr habt hier drin gehangen, ne? Zack. Da habe ich euch reingesteckt, hier oben. Jetzt ist die Kamera total am Arsch. Wenn ihr hier reinguckt, das sieht einfach mal übelst brutal aus. Wenn ihr in Hildburghausen seid, kommt's vorbei, geht mal hier rein und macht euch einen schönen Tag. Wir laufen jetzt da hoch und... Ich habe gesehen, nach 2 Rüpeln ist auch der Radar noch voll. Vielleicht können wir sogar noch einen Rocket Boss hinten reinschmeißen, dafür, dass wir keinen Raid mit in die Folge einbauen. So, wir sind zurück. Jetzt hier bei diesem historischen Zunftwappen. Ich habe keine Ahnung, das müsste irgendwo da drüben an diesem Gebäude sein. Das war jetzt also Drache. Nehmen wir einfach die Eisarmee, die hier ist. Aber ich glaube, das eine ist tot. Ne, es ist nicht tot, es ist nur schwer verletzt, da haben wir noch mal Glück gehabt. Beleben das Mammut noch, wieder irgendwo festhalten, dass man nicht umfällt. Hauen mal die Dratinis weg, die Dragonieren. Gibt es ja nicht überall schon oft genug, überall in der Wildnis, überall Dragonier, überall Dratini.
Ich warte nur noch drauf, dass ein wildes Dragoran spawnt. Das wäre auf jeden Fall heftig. Dann natürlich mit gelber Beere fangen, die Bonbons mitnehmen. Das wäre sonst alles zu einfach. Den hauen wir weg. 3306. 8787. Der ist schon ein bisschen gefährlicher. Das sollten wir vielleicht doch mal die Lawine einsetzen, bevor das Mammutel tot ist. Mammutel, wie auch immer. Und der geht noch. Einmal haben wir noch voll, hauen den noch drauf und wenn wir Glück haben, haut ihn das gleich ganz um. Und bei Dratini bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das auch einfach fabelhaft treffen. Dann wären wir damit nämlich auch schon fertig mit den Würfen. Müssen dann nur noch den dritten Rüpel finden, vielleicht noch einen Boss-Leader mit hinten reinnehmen. Also vielleicht bringt das dann mehr Glück, bevor wir das Kapuno abholen, wenn wir noch einen Boss dazwischen legen. Bälle, 9 Stück, so wie es immer sein soll. Und ein Dratini. Und jetzt nur noch zielen und nur noch werfen und nur noch alles Mögliche. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Ich habe nicht den richtigen Moment. Jetzt ein Stück kleiner hätte es noch gemusst. Wir haben... Jetzt wollte ich fast... Es ist zu groß. Weil immer kurz bevor der Kreis ist, greift er an. Vielleicht sollte ich nicht so rumschlängern. Na, es ist drin. Das war's. Ich hätte es zwar eben beim Kindwurm auch probieren können, aber ich wollte es ja unbedingt bei einem Rocket-Rüpel. Wir müssen aber eh noch einen machen. Versuchen wir es beim dritten. 15 Angriff, sieht auch gut aus. Suchen uns noch einen. Wo ist noch einer? Da unten sind sogar zwei nebeneinander. Löwenwappen an der Hausfassade und altes Postamt. Das sieht gut aus. Alternativ geht auch schon wieder hier unten im Park oder bei der Caritas Gas. Ich guck mal nach den Typen, wo was Cooles sitzt und werde mir danach einen raussuchen. So, die alles entscheidende Schlacht. Ich habe mir extra jetzt den Turm an der Stadtmauer rausgesucht. Hier müsste nämlich ein Kampf-Pokémon sein. Ich hoffe natürlich auf Macholo. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, noch ein Rocket-Rübel, einen fabelhaften Wurf, ein Pokémon. Wenn ich das alles mit einmal machen könnte jetzt, einmal einfach fabelhaft treffen, das wäre dann auch das 9. Pokémon. Das wäre der 3. Rübel und ich muss nur den Wurf hinbekommen. Toll, Regigigas. Regigigas ist auf jeden Fall im Nachteil. Wir hauen uns einfach mal hier 3 Mewtwo rein, wenn die natürlich hier... Psychokinese haben, Psychostoß, irgendwas. Sind die auf jeden Fall heftig. Müssten den einfach mit ein paar Schlägen hier umhauen. 1, 2, 3. Da liegt er in der Ecke. Es dauert halt 20 Stunden, bis der halt einmal ausholt und so wegwischt. Aber egal. Kikli sieht so ähnlich aus. 1, 2, 3, ja. Naja, 4. Vielleicht waren es auch 5, ich weiß nicht, beim ersten habe ich gar nicht drauf geachtet. Und ich hasse es so sehr, bei Psycho diese Attacke zu machen. Ich weiß immer nie, wie ich da wischen soll. Ich komme eh immer komplett neben die Spur. Also lasse ich das meistens. Ich kämpfe so selten mit Psycho. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einfach fabelhaft treffen. Denn sonst muss ich das komplette Video löschen. Nein, aber ich finde es immer cool, wenn man sich selbst so ein paar kleine Challenges vornimmt und bestimmte Ziele erreichen will, wie eben jetzt, das nur mit die einfach fabelhaften Würfe nur über die Rocket Rübel zu machen, anstatt zwischendurch bei den anderen in den Überblendungen habe ich auch einfach irgendwas gemacht. Jetzt ist der Beutel schon wieder voll, jetzt baut sich der Rocket Radar zusammen, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich hoffe, der wartet kurz auf mich. Da hauen wir das noch weg, das ganze Gesocks. So, nehmen den hier mit. Gib mir das Macholo. Und jetzt ich mit einer Hand, einfach nur so, schön mit dem Daumen gekreiselt, Zeit gelassen. Das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt wäre der Kreis perfekt gewesen. Aber er greift natürlich an. So, wir machen also weiter, probieren das Ganze nochmal. Einfach fabelhaft. Jetzt muss er nur noch drin bleiben, sogar Critical Catch. Einfach fabelhaft beim letzten, das 9. Pokémon, der 3. Rübel, perfekt, alles gemeistert in einer Sache.
Und wir können natürlich jetzt die Belohnung abholen. Eine Drachenhaut, 1500 EP, 7 Hyperbälle und würden jetzt auch das zweite Capuno bekommen. Wollen wir vielleicht fix erst einen, ich glaube im letzten sind es nämlich eh nur Belohnungen, wollen wir noch einen Boss mitnehmen? Hier über mir ist nämlich gerade einer, vielleicht komme ich ins Cliff. Ich komme eh an Cliff ran, so ich stelle euch einfach wieder ab. Scheißt mal drauf, wir bewegen uns nicht, wir nehmen Cliff einfach noch mit, wenn wir einmal dabei sind für die Leute, die Probleme bei den Bossen haben. Ich bin nur gespannt, ob mein Team, was ich sonst nehme, ausreicht. Wie gesagt, Regirock, Despodar, Kyokre. Mit Regirock lock ich ja immer die Schilde raus. Steinkante macht auch gut Schaden. Ah, gegen Slimer. Es ist auf jeden Fall nicht effektiv. Ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis es seine Moves voll hat. Das heißt, wir können erstmal locker flogge hier die Steinkante durchbringen, die zwei Schilde rausloggen. Ich bräuchte jetzt natürlich gar nicht drücken. Die ersten zwei wehrt es ja sowieso definitiv ab. Ansonsten ist, glaube ich, egal, was ich gegen Slimer nehme. Das Despodar dürfte, glaube ich, auch nicht gut sein. Und das Kyokre, obwohl Kyokre eigentlich neutral Schaden macht, würde ich sagen. Und auch gut was aushält, auf jeden Fall mehr aushält als das Regirock. Ich hoffe nur, dass ich die dritte Steinkante schaffe, die dann auch trifft, bevor es nochmal Attacke macht. Ich möchte nicht noch ein Schild ausgeben. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Müssen wir nur sehen, dass wir es hier einfach fabelhaft erwischen. Alles hochwischen, alles rüberwischen, Steinkante drauf, Batsch. Hat ein bisschen gesessen, könnte man sagen. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Steinkante. Er macht seine Attacke. Wir werden es mal ab. Wir sind uns ziemlich sicher, die anderen zwei würden auf jeden Fall noch reichen. Hauen mit ihm hier nochmal die Steinkante raus, dass der umfällt. Wir hätten auch jetzt wechseln können und einfach mit den Quick Moves beim Kyokre ein bisschen was auffüllen. Aber die Steinkante ist sowieso gleich wieder voll und gehen auf den zweiten, den er holt. Electek, ja, das ist dann Kacke. Wenn wir jetzt natürlich mit Kyokre reinkommen. Aber das müsste sitzen. Sitzt nicht. Ich glaube, wir können noch eine machen. Dann lassen wir das Regirock einfach umfallen. Holen uns dann aber das Despo da rein. Hauen mit dem ein bisschen drauf. Bis der seine Attacke macht. Mach ruhig die Attacke. Ich habe eh nichts vor heute. Keine Schutzschilde. Ist aber nicht schlimm. Kann er jetzt durchbringen. Wir könnten sogar das Kyokre reinholen. Ich glaube, das Kyokre hält noch so viel aus. Verteidigung sinkt. Das heißt, wir können mit Katapult den Rest machen. Jetzt nimmt er ein. Jetzt bräuchte man eigentlich trotzdem Kyokre. Wir können aber auch erstmal das hier kaputt gehen lassen. Oder wir wechseln. Ich glaube, weil das andere tot war, haben wir sowieso noch die Wechselfunktion offen. Holen unser Kyokre rein, was sehr effektiv ist, was auch relativ schnell den Server auflädt, was aber auch gut einsteckt, wie ich sehe, ist nämlich auch schon wieder gleich tot, weil das Despo da so brutal ist. Der Server dürfte aber reichen, dass das Despo da kaputt ist, also Despo da und Elevoltik, eigentlich zwei krasse Gegner. Slimer, okay, wenn man da vorher sich informiert und dann weiß, dass man vielleicht Boden mitnimmt gegen das Elevoltik, so ein Groudon mit reinpackt, ich ziehe gerade meinen 100er hoch, also versuche gerade Best Buddy mit dem zu werden, dann wäre das vielleicht noch effektiver. Beim Slimer können wir eigentlich auch nochmal einfach fabelhaft probieren mit einer Hand. Wir drehen einfach hier wieder ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall zu niedrig gewesen. Wäre immer noch zu niedrig gewesen. Ich muss weiter in die Mitte. Jetzt hat er angegriffen. Hey, wir können das vielleicht selber sehen. Wir hauen. Ich glaube, bei dem ist es wieder so dumm getimed, dass immer, wenn ich gerade schießen will, der rumhüpft oder rumhampelt. Dann muss ich es vielleicht doch mit dem anderen Finger machen. Obwohl, es ist drin. Es ist drin, es ist egal, es ist fertig. Ich glaube, ich habe nur eine Überblendung gemacht. Im Endeffekt ist der Beutel auch schon wieder voll. Wir wollen jetzt aber eigentlich das Capuno abholen. Und ist es ein Shiny? Es ist ein Kokowai. Nochmal Glück gehabt. Nehmen wir das Kokowai halt auch mit. So.
Aber danach ist der Beutel bestimmt voll. Oben ist ein Fenster auf. Das sieht aus immer. 10 Millionen Gebäude in Hibu sehen aus, als würde da niemand wohnen, aber Hauptsache Gardinen. Und dann kommen die Leute und sagen, so eine schöne Stadt. 12? Ist das 12? Ist das 11? Ich weiß es nicht. Theoretisch kann ich das auch gleich wegschicken, damit ich jetzt... Ach, jetzt dauert es wieder wegen dem... Jetzt muss das Kapitel wieder erst umschalten. So lange können wir ja trotzdem mal was wegschicken. Wir haben zwar noch einen Platz frei. Ja, toll. Jetzt haben wir zwei Plätze frei, weil wir das noch mit weggenommen haben. Es steht immer noch nicht da. Es dauert immer ein bisschen. Hyperbonus. Läuft auf jeden Fall noch 5 Tage und 8 Stunden. Nehmt die besonderen 7 Kilometer Eier mit. Da gibt es auf jeden Fall häufiger Kaumalat. Ich habe jetzt schon ein paar Kaumalat ausgebrütet, aber leider auch recht oft Wablu. Wir nehmen die Erfahrungspunkte noch mit, wir nehmen den Staub noch mit und wir nehmen noch ein Kapuno mit, in der Hoffnung, dass das diesmal shiny ist. Ist es natürlich nicht. Ihr könnt aber mal reinschreiben, ob ihr ein shiny Kapuno bekommen habt. So, und welche 3 Rüpel ihr gemacht habt, welche Typen die hatten. Wie gesagt, meins war Gift, Kampf und Drache. Gift, Kampf und Drache und noch ein Cliff hinterher gemacht. So muss es sein. Das Kapuno bewerten wir auch noch und dann sind wir theoretisch auch schon fertig. 15 Angriff ist okay, passt. Ich glaube, bei Kapuno müsste ich jedes aufheben, wenn ich mit irgendwelchen Leuten tausche oder wir Glücksfreunde sind. Die wollen sicherlich oft Kapuno haben. Kapuno, Kaumalat, sowas immer aufheben. Bloß nicht wegschmeißen. Schmeiß stattdessen vielleicht hier die ganzen Dratini weg. Die sitzen so oft überall und da gab es schon den Seeder. Ich glaube, da braucht kaum jemand noch ein Glücks-Dratini. Die wollen alle Glücks-Kaumalat und Glücks-Kapuno. Wenn ihr das anders seht, schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.